Hallo und herzlich willkommen zurück zu, ja, dem Spiel. Oh shit, Alter, hat mich das erschreckt. Boah! Oh, das Spiel ist so. Alter. Hier rollt wahrscheinlich gleich ein Stein runter. Ich sehe es schon kommen. Nein, noch schlimmer. Die rollen runter. Oh Gott. Oh. Alter. Oh mein Lord. The tornado is back. Oh shit. Dreh ist weg. Alter. Und weg ist es, oder wie? Alter. October 11? Is this Friday? That's only 4 days away. Alter. Oh no. The tornado is headed straight for the town. Chloe, you're here. I'm back. Oh my Lord, this is real. It's real. Oh man, this sucks. Max, what's going on? You totally blacked out. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Oregon gets about 5 tornadoes every 20 years. You just zoned. No, no, I saw it. I could actually feel the electricity in the air. Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy. But there's something else I have to tell you. Something hardcore. Talk to me, Max. I had this same vision earlier in class. When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, not crazy. But high, right? Listen to me. How do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. People don't have those powers, Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change. Or a storm is coming. Max, start from the beginning. Tell me everything. Das machen wir. Und zwar sowas von. Alter. Titans. Die Musik ist einfach so wunderschön. Sie ist so verdammt wunderschön. Ich bin verliebt in diese Musik, das muss ich ehrlich sagen. Ich krieg immer Gänsehaut dabei, vor allem bei diesen geilen Bildern. Der möchte auch mal, dass es draußen schneit. So bin ich auch irgendwie. Ich merke das immer ganz spät. Und die arme Kate. Die arme. Und wer ist das? Kenn ich ja gar nicht. Sie mag also nicht Rachel. Ich hoffe echt, dass die GEMA da nicht irgendwie was. Wenn nicht, dann überlege ich mir was, aber das ist echt krass gerade. Ich hätte die Musik nämlich liebend gern einfach von Life is Strange. Und nicht extra irgendwelches anderes Kackenlieder. Ich will einfach die Life is Strange Musik in diesem Let's Play haben. Dafür zahle ich auch wunderliebend gerne irgendwas, wenn es sein muss. Oh yeah. Rachel. Haben wir die Ordner schon mal gesehen?
Eieiei, und das war sie schon. Episode 1, Chrysalis, Life is Strange Team. Ja, wir haben es hinter uns, den ersten Teil vom Spiel. Und ich muss sagen, das Spiel ist einfach... Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber das Spiel ist einfach jetzt schon so fucking durch. Also, es fühlt sich so surreal an, aber mit so realistischen Dingen, dass ich echt brainfucked bin manchmal. Vor allem dann auch noch diese kleinen Jumpscare-Sachen, wo ein Stein runterfällt oder so ein Blitz eintrifft. Da ist man wirklich richtig in der Story gefesselt. Das ist... Also wer Story-Games liebt und sich auch von der Story fesseln lassen möchte, für den ist das Spiel echt Suchtfaktor hoch 10 irgendwie, weil... Ich will jetzt auch wissen, wie es weitergeht. Ich habe gedacht so, okay, eine Episode können wir machen oder ich habe das Let's Play von Gronkh ja auch schon gesehen. Also so unwissend bin ich jetzt nicht im Spiel, aber das war, glaube ich, da, wo das Spiel rauskam. Also vor, ich glaube, 2 Jahren kam das raus oder länger. Deswegen, ich habe die ganze Story gar nicht mal mehr wirklich im Kopf. Ich weiß nur noch so ein paar Bruchteile und deswegen spiele ich es ja jetzt auch nur kurz oder wollte ein bisschen spielen und Alter, ich will es weiterspielen und ich werde es weiterspielen. Glaube ich. Muss ich gucken. Mal gucken, was ihr dazu sagt, ob ihr es noch überhaupt noch weiter haben wollt, ob ihr Episode 2, 3, 4, 5 oder alles andere noch haben wollt. Wenn nicht, warten wir auf Episode Before the Storm. Ja, weil deswegen spiele ich ja auch Life is Strange gerade selber mal durch. Habe ich vorhin ja gar nicht. Und ich möchte nämlich Life is Strange Before the Storm hochladen oder auch streamen. Und dafür möchte ich ja auch erstmal wissen, wie die ersten 5 Teile ausgingen, was da alles erzählt wurde. Nicht, dass ich dann nachher irgendwie keinen Plan habe von dem Rest. Crosses to all of you. So wunderschön. Ja. Das war Life is Strange Episode 1 von Don't Not Entertainment und Square Enix. Ich lasse euch jetzt das noch ein bisschen auslaufen und sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
So, und hier können wir dann nochmal sehen, wie wir hier abgeschnitten haben. Du hast Nathan gemeldet, 64%. Ich habe Victoria getröstet, haben 74% gemacht. Also das ist global. Wer alles das global gemacht hat. Du hast eingegriffen und Kate geholfen. 84% haben das gemacht. Und du bist im Versteck geblieben. Und einzugreifen, du hast Chloe die Schuld gegeben, du hast die Schuld auf dich genommen. Also 37% sind im Versteck geblieben und nur 34% sind rausgekommen, also sei es gar nicht mal so ein großer Unterschied. Ja. Ja, so kleine andere Sachen, du hast Mrs. Grant Petition unterschrieben. Viele haben es nicht gemacht, warum auch immer. Du hast Daniel nicht dein Porträt zeichnen lassen, warum auch das nicht viele gemacht haben. Also hier kann man dann so sehen, was wer gemacht hat und wie und warum. Warum weiß man jetzt nicht, aber wie halt, ne? Und ja, ich würde sagen, das war's jetzt von Chrysalis. Alter. Okay. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht in Episode 2. Tschüss.